Heute besuche ich den Bauernhof, einen Bauernhof der besonderen Art. Das Schmuddel-Image von Bauernhöfen ist längst vorbei, ist Geschichte. Die Arbeit wird wertgeschätzt und das finde ich auch richtig gut. Vor allen Dingen, wenn Leute Qualität produzieren, wo man auch bereit ist, mehr für auszugeben und auch die Arbeit halt entlohnt. Das ist eine super Geschichte. Die Familie Hüske hat ihren Hof in einen richtigen Besuchermagnet verwandelt, an dem besonders gerade an Wochenenden viele Leute kommen oder in der Woche Schulklassen, Kindergärten und so weiter, denen das Ganze einfach nochmal näher gebracht wird. Viele haben den Bezug einfach zu Tieren und allem verloren, was auch gerade Landwirtschaft angeht. So. Nonke drei Farfelloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando a riposo, ma ci sento a toncino d'amor, delle belle turbando a riposo. Erstmal herzlich willkommen bei Onkel Kramer und ich sag's immer wieder, die Leute, die wollen Mikroabenteuer, die wollen was erleben. Es muss nicht immer Disneyland oder Europapark sein am Wochenende, sondern die wollen auch mal so kleine Sachen erleben und vor allen Dingen auch wieder zurück zur Natur finden oder gucken, wo kommt denn überhaupt die Milch her, ne? Wo kommt denn überhaupt der Joghurt her, das Eis oder das Fleisch und sonst irgendwas? Und das Coole ist, den Platz haben die Landwirte und wenn man hier so ein kleines, ich sag mal leichtes Ausflugsziel kreiert, wo man herkommt, ein Eis essen kann, wo man vielleicht auch mal Kühe sehen kann oder einfach mal draußen in der Natur sitzt, in einer schönen Umgebung und nicht irgendwo in der miefigen Wohnung, ist das eine perfekte Sache. Und wenn man dann noch mit Social Media kann, so wie das die Tochter hier vom Hof macht, dann lockt das natürlich noch mehr Leute und Interessenten an. Hier kommen die Kindergärten her. Ne? Hier kann man mal auch ein Kaninchen oder irgendwas streicheln, mal eine Kuh anfassen, mal gucken, wie sieht sie überhaupt aus, wo kommt die Milch her? Die kommt nicht aus dem Supermarkt, die kommt hier aus dem Euter raus. Und wenn ihr mal auf Social Media guckt oder auf die Webseite, dann seht ihr, dass hier die Vereine sind, dass hier Kindergartengruppen und Schulen sind. Und das Wichtigste, alles ist sauber, es ist ordentlich, es geht hier auch ums Tierwohl, nicht nur ums Produzieren. Und die Tiere gehören auch mit zur Familie. Es ist nicht einfach nur irgendein Werkstoff, mit dem hier gehandelt wird oder gearbeitet wird. Ich würde sagen, wir drehen mal eine virtuelle Runde über den Hof, damit ihr mal einen Eindruck bekommt vom Hof Hüske. Neueste, modernste Kaffeetechnik wird hier installiert. Bettinas eigenes Hofeis und das mischt sie, bzw. stellt sie selber her. Und das ist doch genial. Die Leute kommen wirklich von weit her, um das zu probieren. Und das schmeckt richtig natürlich und lecker. Zusätzlich sind hier zwei große Snackautomaten reingekommen, in denen gekühltes Fleisch, Eier, regionale Produkte, Getränke und Snacks verkauft werden. Fazit, etwas Zeit und Mut investieren, das lohnt sich definitiv, wie man sieht. Es sind auch nicht die Automaten, die hier die Leute herlocken. Es ist ist auf jeden Fall das Gesamtpaket. Und das nenne ich immer Freizeitpark Light. Ich weiß, Mikroabenteuer, das hört sich immer so ein bisschen komisch an. Es gibt schon einige Höfe, die erkannt haben, dass die Leute wirklich gerne kommen, wenn man ihnen auch die Türen öffnet. Die Leute sind auch nicht bereit, mehr Geld auszugeben, ganz ehrlich. Die Leute geben mehr Geld aus, wenn es einen Mehrwert gibt, wenn die Qualität stimmt, dann gebe ich selber auch gerne einen Euro mehr aus. Denn ich bezahle ja für ein Stück Fleisch viel mehr Geld, wenn ich weiß, wo es herkommt, dass es schmeckt und dass ich weiß, dass es dem Tier vorher gut ging, als wenn es irgendwas Anonymes ist. Außerdem finde ich, dass man die Arbeit und auch den Fleiß und die Mühe wertschätzen sollte. Wenn du sowas bei dir auch in der Nähe hast, ich würde mich über einen Kommentar freuen, wenn ich einfach mal was zeigen kann, auch mal andere Höfe oder andere Ideen oder Umsetzungen oder Mini-Freizeitparks oder sonst irgendwas. Da würde ich mich hier auf jeden Fall drüber freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Gastfreundschaft hier, dass ich hier filmen durfte bei Hof Hüske. Bei der Bettina Hüske, guck gerne bei ihr auch auf Social Media vorbei. Der entsprechende Link ist unter dem Video in der Infobox drin. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einem neuen Onkel Kramer Video. Macht's gut. Ciao.